Als erstes brauchen wir einfach einen Browser mit Internetzugang. Wir müssen uns nämlich am ersten Schritt registrieren. Registrierung ist auf jeden Fall wichtiger oder der quasi der Start dafür, also der ist unumgänglich. Das heißt, im Prinzip gehen wir halt hier auf die Seite www.elster.de, rufen die auf. Dort gibt es den Bereich Benutzerkonto erstellen. Dann gehen wir auf die nächste Seite. Eine kurze Anleitung kommt dabei auf Weiter. Es gibt mehrere Optionen. Ganz wichtig ist zu wissen, das werden wir gleich nochmal hier gucken. Es gibt hier die Möglichkeit mit Zertifikatsdatei. Das ist der Weg, den wir hier erklären. Es gibt eine Möglichkeit mit Personalausweis. Wenn du einen neuen Personalausweis hast und dazu einen passenden Kartenleser hast und die Funktion freigeschaltet wurde, dann kannst du das damit auch machen. Habe ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, ob du einen hast, aber wie gesagt, wir erklären hier den Weg mit der Zertifikatsdatei. Solltest du andere Möglichkeiten haben, mit dem Stick und Signaturkarte machen meistens Firmen. Das haben wir zum Beispiel bei unserem Datev-Zugang für das Datev Online, wo wir unsere Bilanz darüber erstellen. Aber in der Regel wirst du als Endbenutzer mit dem Weg, den wir jetzt hier vorschlagen, auf jeden Fall immer gut unterwegs sein. Das heißt, gehst auf Auswählen, ist auch kostenlos. Dann ist ja noch die Frage, für wen erklärst du das? Es ist so, das ist in dem Fall für dich selbst machst, das heißt die obere Option. Unten würdest du das auswählen, wenn du zum Beispiel Steuerberater bist, also wenn du zum Beispiel für ein anderes Unternehmen was abgibst. Das gehen wir aber auch nicht darauf ein. Wir gehen davon aus, dass du als dein Teileigentümer selber der Eigentümer bist und nicht irgendwelche Erklärungen für irgendwelche Körperschaften, Unternehmen und Vereine abgibst. Dann gehst du auch weiter. Jetzt ist die Frage, wie du dich identifizieren musst. In diesem Fall gehen wir erstmal nur auf die E-Mail ein. Elster.de kann noch deutlich mehr, aber wir gehen jetzt auf die Grundsteuerreform ein. Das heißt, in dem Fall wählen wir nur das, was notwendig ist, aus. Und das ist in diesem Fall die E-Mail-Version. So. Hier kommt noch eine Erklärung, was man alles machen kann, was man alles tun muss. Steuerliche Ausländer. Wollen wir alles nicht weiter behandeln. Jetzt brauchst du ein paar Angaben. Deine E-Mail-Adresse. Die vertippe ich, weil er bei mir immer das automatisch vorschlägt. Benutzernamen kannst du auswählen. Maximal 8 Zeichen lang. Sicherheitsabfrage, wenn du dein Kennwort vergisst. Dann hast du die Möglichkeit, das mit diesem Kennwort wiederherzustellen. Kannst du frei auswählen. Und weiter. Jetzt kommen diese Abfragen. Ja, wie soll ich sagen? Die sind nicht für mich gemacht. Ich vertippe mich dabei ständig. Ja, genau, so ist es auch hier. Ich weiß nicht. Ich bin da anscheinend Roboter. Ich kann die nie richtig beantworten, die Fragen. Fällt mir echt schwer. Jawohl, jetzt einmal geschafft. Sehr gut. Einmal absenden. Jetzt habe ich eine E-Mail. Die gucke ich mir jetzt gleich an. Da ist die E-Mail, die kommt auch sehr schnell, also innerhalb von, ich weiß nicht, nicht mal eine Minute. Was wichtig ist, es gibt hier einen Link, den muss man halt bestätigen einmal. Das ist, Bestätigung heißt nichts anderes, außer mal drauf zu klicken. Das mache ich jetzt einmal kurz. Und dann ruft er bestimmte Seite auf. Also sieht man jetzt nicht gut, da wurde bestätigt. Das ist jetzt irgendwie bei der Aufnahme ein bisschen verrutscht. Also da steht im Prinzip drin, dass jetzt meine E-Mail-Adresse damit bestätigt wurde. Und das war es auch schon. Hier ist nochmal die Webseite. Das heißt, wir haben jetzt die E-Mail-Adresse bestätigt. Jetzt bekommen wir eine zweite E-Mail. Das ist ziemlich spannend. Das ist die 2-Schritt-Authentifizierung. Im Prinzip brauchst du nichts weiter tun, außer nochmal die E-Mail checken. Da ist jetzt nämlich schon eine E-Mail da. Das geht auch ziemlich schnell. Und dann geht es den nächsten Schritt weiter. Da ist jetzt nochmal eine E-Mail. Das ist die Aktivierung des Benutzerkontos von Mein Elster. Im Prinzip dasselbe wie gerade. Auf den Link klicken, es öffnet sich eine neue Seite und da brauchen wir gleich diese Werte, die da drin stehen. Die nehmen wir gleich einmal mit. Diese Aktivierungs-ID und Aktivierungscode, die jetzt in der E-Mail drin stehen, die brauchen wir gleich. Ist aber auch der nächste Schritt und dann sind wir eigentlich schon mit der Registrierung schon sehr weit vorne. Das heißt, die ist gleich abgeschlossen. Als nächstes geht es hier wie folgt weiter. Wir geben hier die Aktivierungsdaten ein. Dafür müssen wir einfach die Daten aus der E-Mail rausholen. Ich kopiere die am besten, das ist am einfachsten. Einmal die Aktivierungs-ID und dieser Code. Den muss man komplett kopieren. STRG-C und STRG-V ist kopieren und einfügen.
So, als nächstes wird eine Datei erstellt, eine Zertifikatsdatei. Dafür wird ein Kennwort benötigt. Man sieht unten noch, was ein sicheres oder unsicheres Passwort ist, welches Sach, was es auch dementsprechend beinhalten muss. Ja, jetzt passt es anscheinend. Okay, ich habe nur das Passwort gewählt. Ich kann jetzt die Datei runterladen. Wichtig ist, dieses Zertifikat wird zukünftig immer benötigt zum Login. Das heißt, die Datei gut ablegen, dass man die wiederfinden kann. So, jetzt muss ich hier mal Datei einmal zuschieben, einmal damit anmelden. Das Passwort ist jetzt das Passwort, das ich vorhin vergeben habe. Gut merken. Jetzt brauche ich für das erste Login muss ich ein paar Angaben ergänzen. Der möchte wissen, ob ich Herr oder Frau als Anrede habe. Vorname, Nachname. E-Mail kennt er schon, ist unten auch grau, also ist vorbelegt. Die Adresse. Wichtig ist natürlich, alle Angaben müssen richtig sein. Da kommt später auch der Brief hin. Das heißt, wenn man sich hier vertippt, wird es mit der Aktivierung schwierig. So, Nordrhein-Westfalen, Staat ist Deutschland. Telefonnummer gebe ich nicht an. Die sollen mich gerne anschreiben, wenn sie das möchten. So, Steuernummer im Land Nordrhein-Westfalen. Steuernummer, die kann man einmal kurz raussuchen, wenn man nicht hat. Auch hier ziemlich cool. Der erkennt das Finanzamt direkt. Also wenn man jetzt hier eintippt, achte mal drauf. Dann sagt ihr sofort, unten Finanzamt Essen Süd. Also viele Stellen sind echt gut gemacht. Also muss man echt so lassen oder muss man so sagen. So, dann gebe ich hier nur die Kanzlei an, die mich privat und auch geschäftlich betreut. Ich gehöre zur Privatperson, wahrscheinlich du genauso, das ist dementsprechend da anzukreuzen. Die Hinweise, die kannst du alles durchlesen. Ich sag mal, ich habe es nicht gemacht, aber wenn du es nicht anklickst, wirst du nicht weiterkommen. Es wird mit Sicherheit auch irgendwie passen. Soweit sind wir erstmal durch. So sieht erstmal auch mein Dashboard aus beim Elster-Formular. Das heißt, wir werden jetzt in diesem Schritt auch schon mal weiter. Jetzt kommt noch ein weiterer Schritt und dann haben wir die Anmeldung schon fast fertig. Das zieht sich ein bisschen am Anfang, aber das ist wirklich nicht viel. Also das sieht am Anfang echt sehr mächtig aus. Es ist aber logisch, es macht Sinn. Da gehen wir zum nächsten Schritt auch direkt weiter.